Herzlich willkommen zum Vortrag über das Foucault'sche Pendel. Mit einem Foucault-Pendel kann man die Drehung der Erde um ihre eigene Achse anschaulich sichtbar machen. Ich möchte Ihnen als erstes ein Foucault-Pendel zeigen. Das ist hier das Pendel am Liechtensteinischen Gymnasium in Vaduz. Hier haben Sie den Pendelkörper. Der wiegt 42 Kilogramm und ist befestigt, der hängt an einem Drahtseil, das knapp 17 Meter lang ist. Die Aufhängung des Drahtseils ist vertikal über diesem Punkt, dem Mittelpunkt dieser kreisförmigen Grundplatte. Im Moment ist das Pendel noch festgehalten, hier von einer Schnur. Beim Start des Pendels wird diese durchgebrannt. Und dann, was passiert? Dann setzt sich der Pendelkörper genau in Richtung auf den Mittelpunkt in Bewegung, schwingt auf der anderen Seite zu dieser schwarzen Markierung und wieder zurück. Die Periodendauer ist gut 8 Sekunden. Dann geht es immer so weiter und das Pendel schwingt in dieser Schwingungsebene. Wartet man 5 bis 10 Minuten, so kann man schon eine leichte Drehung der Schwingungsebene des Pendels im Uhrzeigersinn feststellen. Wartet man eine ganze Stunde, dann schwingt das Pendel von dieser roten Markierung über den Mittelpunkt zu dieser roten Markierung. Das heißt, die Schwingungsebene des Pendels hat sich um 11 Grad im Uhrzeigersinn gedreht in einer Stunde. Und jetzt stellen sich natürlich einige Fragen. Zum Beispiel, wer hat die Schwingungsebene des Pendels gedreht? Dafür muss ja eine Kraft verantwortlich sein. Wo ist diese Kraft? Wo kommt die her? Oder ist es so, dass die Schwingungsebene des Pendels sich gar nicht verändert hat? Und der Boden unter dem Pendel, also die Erde selber, hat sich im Gegenuhrzeigersinn in einer Stunde um 11 Grad gedreht? Man muss natürlich auch die Frage stellen, was passiert, wenn ich das Pendel an einem anderen Ort aufhänge? Zum Beispiel in Hamburg oder in Rom, ist dann die Drehgeschwindigkeit des Pendels ebenfalls 11 Grad pro Stunde? Solchen und ähnlichen Fragen möchte ich in meinem Vortrag auf den Grund gehen. Nun, heutzutage lernt jedes Kind in der Schule, dass die Erde eine Kugel ist, die sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse dreht. Wir nehmen diese Drehung der Erde als eine Selbstverständlichkeit und mit einem Achselzucken hin. Schließlich steht es ja so in allen Tausenden von Büchern. Nun, wer fragt, was es denn für Indizien und Beweise für diese Drehung gibt, der riskiert, zum Gespött der Wissenden zu werden. Nicht? Dabei ist diese Frage absolut berechtigt. Gibt es doch in unserem Alltag keinerlei Erfahrungen, die auf eine solche Drehung hindeuten würden? Die Fragenden einfach damit abzuspeisen, dass das ja jeder weiß und dass das ja auch in Büchern steht und dass man das einfach zu lernen hat, ist eine Katastrophe. Ja, es ist der didaktische Supergau sozusagen, weil eine solche Antwort jegliche Neugier abtötet. Solche Sachen und ähnliche passieren in der Schule leider nicht so selten. Ich bin seit 37 Jahren Lehrer und weiß, wovon ich spreche. Etwas besser wäre auf jeden Fall, wenn man sagen würde, schau her, morgens geht im Osten die Sonne auf. Sie macht einen großen Bogen am Himmel und geht abends im Westen wieder unter. Desgleichen der Mond und die allermeisten Sterne. Das ist eine Beschreibung der Situation von einer ruhenden Erde ausgehend. Nicht? Wir denken, die Erde ist in Ruhe und die Gestirne bewegen sich. Wir könnten aber auch annehmen und eine andere Betrachtungsweise in den Blick nehmen. Wir könnten ja auch sagen, ja, vielleicht sind die Sonne und die Sterne fix an irgendeinem Ort und es ist die Erde, die sich dreht. Nicht? Die Erde, die sich im gegenteiligen Drehsinn dreht.
Das heißt, der Sonnenaufgang würde man dann so beschreiben. Der Horizont im Osten senkt sich ab und dadurch kommt die Sonne zum Vorschein. Senkt sich immer mehr ab, die Sonne steigt immer höher hinauf. Und abends, was passiert? Der Horizont im Westen hebt sich und verdeckt nach und nach die Sonne. Das gleiche die Sterne. Nicht? Das wäre die Beschreibung der Situation, die Betrachtung von einer sich drehenden Erde aus. Zunächst sind diese beiden Betrachtungsweisen absolut gleichwertig. Nicht? Nicht die eine ist besser als die andere, nicht die eine ist richtig und die andere falsch. Vielleicht höchstens ist die erste Betrachtungsweise, kommt uns ein bisschen natürlicher vor, weil wir ja das Gefühl haben, in Ruhe zu sein. Aber mit der Natürlichkeit ist das immer so eine Sache in der Physik. Eine noch bessere Idee hatte im Jahre 1851 der französische Physiker Léon Foucault. Er hat im Pantheon in Paris ein 67 Meter langes Pendel aufgehängt und hat es schwingen lassen. Und die Besucher konnten schon nach wenigen Minuten mit den eigenen Augen sehen, dass sich die Pendelebene ein wenig im Uhrzeigersinn gedreht hat. Oder? Die Pendelebene ist gleich geblieben und der Boden unter dem Pendel hat sich im Uhrzeigersinn ein wenig gedreht. Auch hier sind beide Betrachtungsweisen zunächst absolut gleichwertig. Ich möchte nun im Folgenden ein bisschen auf die Physik dieser rotierenden Systeme eingehen. Um das Foucault-Pendel zu verstehen, muss man da ein paar Kenntnisse haben. Ich werde, wenn man so Matura-Abiturswissen hat, ist es nicht schlecht, dann kann man allem problemlos folgen. Wenn man das nicht hat, muss man halt ein paar Sachen zur Kenntnis nehmen und versteht sie halt nicht ganz auf den ersten, auf Anhieb. Nicht? Ich möchte jetzt auf jeden Fall wechseln zu einer vorbereiteten Tafel. Nicht? Hier. Wir schauen jetzt nicht gleich eine Kugel an, sondern wir machen ein bisschen einfacher ist es, wenn man eine drehende Scheibe betrachtet. Nicht? Wir haben hier so eine drehbare Scheibe, wie man sie früher auf Spielplätzen noch oft angetroffen hat. Mittlerweile sind die alle verschwunden, ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis, ein übertriebenes Sicherheitsdenken, besser gesagt, ist der Grund für dieses Verschwinden. Man könnte hier auf diesen drehenden Scheiben, könnte man unheimlich viele Physik erfahren, richtig erfahren. Nicht? Schauen wir einfach einmal an. Wir nehmen an, diese Scheibe hier dreht sich ganz, ganz langsam im Gegenuhrzeigersinn. Da muss ich noch einen Farbstift einschalten. Jetzt gehe ich auch ein bisschen in einen anderen Modus, dann ist es für mich einfacher zu schreiben. Also wir gehen davon aus, diese Scheibe dreht sich hier ganz langsam, sagen wir einmal am Tag, um ihre eigene Achse. Dann haben wir hier eine Winkelgeschwindigkeit. Das ist ein wichtiger Begriff in solchen rotierenden Systemen, die Winkelgeschwindigkeit Omega. Das ist der Winkel, den sie in einer bestimmten Zeit zurücklegt. Also 360 Grad Vollwinkel geteilt durch 24 Stunden. Das ist die Winkelgeschwindigkeit. Ganz einfach. Das kann man noch kürzen, diesen Bruch mit 24. Und dann ergibt es 15 Grad pro Stunde. Nicht? Oder wenn man das im Bogenmaß den Winkel angibt, da hat es gewisse Vorteile in der Physik manchmal, dann wären das ein Winkel von Pi Zwölftel pro Stunde. Aber merken Sie sich vielleicht diesen Wert, 15 Grad pro Stunde. Mit 15 Grad pro Stunde dreht sich diese Scheibe genauso schnell, wie sich die Erde dreht. Jetzt gehen wir mal hier in ein anderes System. Hier haben wir nach wie vor die Scheibe, die sich mit einer Winkelgeschwindigkeit Omega dreht. Und ich habe koaxial um diese Scheibe herum, stelle ich mir jetzt einen Zylinder vor. Aus dem Zylinder kann man nicht hinausschauen, nicht? Der ist undurchsichtig. Nicht? Ich stehe jetzt hier auf dieser rotierenden Scheibe und kann nicht hinausschauen auf den Zylinder. Aber die Innenwand des Zylinders, die ist bemalt mit hier, sagen wir, diesen gelben Figuren.
Und wenn sich jetzt die Scheibe im Gegenuhrzeigersinn dreht, ganz langsam, dann merke ich nach einiger Zeit, wie diese Figuren an der Innenwand des Zylinders nach rechts gelaufen sind. Daran kann ich dann feststellen, dass sich die Scheibe dreht. Ja, aber es ist natürlich so, wenn die Scheibe ruht und der Zylinder sich drehen würde, und zwar im gegenteiligen Drehsinn, also im Uhrzeigersinn, und jetzt die Scheibe sich nicht mehr dreht, dann stelle ich natürlich ganz genau das Gleiche fest. Nicht? Wenn der Zylinder sich jetzt im Uhrzeigersinn dreht, dann wandern natürlich diese Figuren auch nach rechts, und zwar mit der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt, ich kann die beiden Situationen, einmal drehende Scheibe, ruhender Zylinder, und das andere Mal ruhende Scheibe, drehender Zylinder, nicht voneinander unterscheiden. Oder kann ich es vielleicht doch? Das müssen wir jetzt überlegen. Und dazu kehren wir jetzt zurück zu der drehenden Scheibe. Nicht? Ich bin jetzt hier auf der Scheibe am Rand und meine Masse sei M. Kann ich wirklich nicht feststellen, ob die Scheibe ruht oder ob sie sich dreht? Doch, ich kann es schon feststellen, wenn ich zum Beispiel einen ganz empfindlichen Kraftmesser bei mir habe. Wenn die Scheibe sich nämlich dreht, dann wirkt hier eine sogenannte Zentrifugalkraft FZ in diese Richtung. Und die kann ich mit einem empfindlichen Kraftmesser messen. Wenn die Drehgeschwindigkeit der Scheibe größer ist, dann brauche ich keinen empfindlichen Kraftmesser. Dann spüre ich diese Zentrifugalkraft. Ich muss mich dann, wenn ich da am Rand der Scheibe stehe, nach innen neigen um einen bestimmten Winkel. Und ich muss überhaupt generell aufpassen, dass ich überhaupt nicht herunterfliege von der Scheibe. Also dann spüre ich das sehr wohl, aber auch bei ganz kleiner Drehgeschwindigkeit mit einem empfindlichen Kraftmesser kann ich das durchaus feststellen. Die Kraft FZ, die kann man berechnen, indem man die Masse multipliziert mit der Winkelgeschwindigkeit Omega zum Quadrat, also das geht sehr stark ein, das reagiert sehr empfindlich auf die Änderung der Drehgeschwindigkeit, mal R, und R ist der Abstand zur Drehachse, der Radius der Kreisbahn, die ich beschreibe. So kann ich diese Winkel, kann ich diese Zentrifugalkraft beschreiben. Und wenn wir jetzt uns die Erdkugel vorstellen, nicht, dann ist ja diese blaue Ebene, diese Scheibe, das ist die Äquatorebene. Und wenn ich jetzt weiter innen bin, dann ist die Zentrifugalkraft entsprechend kleiner, weil dann das R ja kleiner ist. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel am Nordpol bin, dann ist dieses R gleich Null. Dort spüre ich überhaupt keine Zentrifugalkraft. Und am Äquator ist sie maximal. Also, wenn die Kugel sich dreht, dann muss es einen Unterschied geben in der Kraft, die ich am Pol erfahre und am Äquator. Es ist so, die Zentrifugalkraft am Äquator ist ungefähr 0,5% der Gewichtskraft. Das heißt, wenn ich jetzt ganz schnell vom Nordpol zum Äquator fliege, dann bin ich dort ein bisschen leichter, 0,5%. Das ist nicht viel, aber es ist auch nicht nichts. Wenn die Erde sich nicht drehen würde, dann wäre dieser Effekt auch nicht vorhanden. Und es gibt eine zweite Möglichkeit, festzustellen, ob die Scheibe rotiert oder nicht rotiert. Und zwar ist das die Möglichkeit, wenn ich hier auf der Scheibe herumlaufe. Nicht? Wir nehmen wieder an, dass die Scheibe sich im Gegenuhrzeigersinn mit der Winkelgeschwindigkeit Omega dreht. Und wenn ich jetzt herumlaufe auf der Scheibe, dann merke ich, ob die sich dreht oder ob die in Ruhe ist. Nicht? Wenn ich hier draußen bin, dann ist ja meine Bahngeschwindigkeit groß. Nicht? Wenn ich weiter innen bin, dann ist die klein. Wenn ich jetzt also von außen auf das
auf die Drehachse zulaufe, dann muss ich ja, wenn ich das gerade machen will, dann muss ich eine Kraft aufwenden, um meine Bahngeschwindigkeit zu verringern. Oder andersherum ausgedrückt, wenn ich einfach mit Blick auf die Drehachse in diese Richtung loslaufe, dann werde ich abgetrieben. Dann komme ich niemals dort an. Sondern dann werde ich abgetrieben, das ist jetzt natürlich stark übertrieben, für eine Winkelgeschwindigkeit von 15 Grad pro Stunde ist dieses Abgetriebenwerden ganz, ganz wenig. Aber es ist da. Man sagt in der Physik, man erfährt in einem rotierenden System eine sogenannte Corioliskraft, FC. Und diese Corioliskraft, die kann man betragsmäßig und richtungsmäßig berechnen, indem man zweimal die Masse nimmt und das multipliziert mit der Geschwindigkeit. Das ist jetzt nicht die Bahngeschwindigkeit, sondern das ist die Geschwindigkeit, mit der ich mich auf der Scheibe bewege. Und das multipliziere ich vektoriell mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Das muss ich noch erklären, die Winkelgeschwindigkeit Omega ist ein Vektor und der zeigt hier bei dieser Scheibe so genau nach oben. Nicht? Und wenn ich jetzt hier hineinlaufe auf das Drehzentrum zu, dann sind V und Omega senkrecht zueinander und dann ist diese Corioliskraft maximal und kann mit dieser Formel betragsmäßig und richtungsmäßig ausgerechnet werden. Nicht? Und wenn ich jetzt von diesem Punkt hier, wo ich abgetrieben bin, was hier stark übertrieben ist, wenn ich da jetzt wieder nach außen zurücklaufen will, nicht, dann werde ich wieder abgetrieben. Jetzt, hier führt es aber in diese Richtung zu einer Rechtskrümmung und wenn ich jetzt zurücklaufe, dann dreht sich die Corioliskraft um und es führt zu einer Linkskrümmung und ich komme vielleicht hier an. Nicht? Und jetzt sind wir eigentlich schon fast beim Foucault-Pendel. Nicht? Wenn Sie jetzt überlegen, wenn ich da nicht als Person hin und her laufe, sondern wenn hier ein Foucault-Pendel schwingt, nicht? Dann schwingt es, ist seine Richtung am Anfang so, dann wird es eben abgetrieben und kommt so wieder zurück und dann ist also zum Schluss seine Schwingungsrichtung so. Das heißt, die Schwingungsrichtung hat sich hier gedreht. Das ist jetzt natürlich ganz, ganz stark übertrieben. Also bei unserem Foucault-Pendel in Vaduz ist es so, dass das natürlich bei einer Schwingung hier die Amplitude, es schwingt hier 2 Meter hier in diese Richtung und ist jetzt hier beim nächsten Mal weniger als 0,4 Millimeter daneben. Also das sind dann die wahren Größenverhältnisse bei einer Winkelgeschwindigkeit von Omega E gleich 15 Grad pro Stunde. Nicht? Auf einer schnell rotierenden Bahn ist das natürlich, auf einer schneller rotierenden Scheibe ist es natürlich viel, viel größer, dieser Drehwinkel. Also zusammengefasst kann man sagen, ob eine Scheibe rotiert oder in Ruhe ist, kann ich feststellen, indem ich die Zentrifugalkraft messe oder die Corioliskraft messe. Nicht? Wenn diese beiden Kräfte nicht da sind, dann dreht sich die Scheibe auch nicht, dann rotiert sie nicht. Wenn die beiden Kräfte da sind, dann rotiert die Scheibe. Und jetzt können wir auf die Kugel übergehen. Die müsste man hier auch irgendwo finden. Ja, das ist ein bisschen nach unten gerutscht. Jetzt muss ich versuchen, dass ich das hier nach oben ziehe. Dass wir die Kugel sehen, scheint nicht zu funktionieren. Dann versuche ich das nach unten zu, geht auch nicht gut. Was ist da los? Jetzt hat es funktioniert. Also, jetzt schauen wir hier diese Kugel an. Das soll die Erde sein. Nicht, wenn ich jetzt am Pol bin, dann ist die Situation am übersichtlichsten. Wenn ich jetzt hier ein Pendel habe, das genau über dem Nordpol schwingt, nicht, das also hier so hin und her schwingt, was passiert? Jetzt ist die Betrachtungsweise am besten, wenn ich die des nicht mitrotierenden Beobachters einnehme.
Ich bin jetzt nicht auf der Erdkugel, ich sehe einfach hier das Pendel schwingen, das seine Schwingungsebene nicht ändert. Warum sollte es diese auch ändern? Und unter dem Pendel dreht sich die Erdkugel hinweg, der Boden dreht sich hier mit Omega E gleich 15 Grad pro Stunde. Und wenn ich jetzt auf der drehenden Erdkugel mitrotiere, dann stelle ich halt einfach fest, dass das Foucault-Pendel am Pol sich dreht mit der Winkelgeschwindigkeit Omega gleich Omega E gleich 15 Grad pro Stunde. Wie ist die Situation, wenn ich jetzt das Foucault-Pendel aufbaue am Äquator? Nicht, das muss man sich halt vorstellen, die Gravitationskraft ist ja immer auf den Mittelpunkt der Erde zugerichtet. Und jetzt lasse ich hier das Pendel hier, so sagen wir mal in Nord-Süd-Richtung, am Äquator schwingen. Was passiert? Nun, es dreht sich die Erde und die Aufhängung des Pendels dreht sich ja mit. Und das dreht sich einfach ganz langsam mit der Erde mit, aber es kann ja nicht die Schwingungsebene dieses Pendels gedreht werden. Das heißt, am Pol dreht sich die Schwingungsebene des Foucault-Pendels nicht. Sie ist null. Nicht? Das kann man auch begründen mit der Formel Fc, die Corioliskraft, ist ja, wie wir gerade gesehen haben, 2m mal V Kreuz Omega. Jetzt ist das Omega, ist ja wieder ein Vektor hier, der nach oben zeigt. Und wenn das Pendel in Nord-Süd-Richtung schwingt, dann ist diese Geschwindigkeit entweder parallel, beim Schwingen nach Norden ist die Geschwindigkeit des Pendels parallel zu Omega. Und ein Vektorprodukt ist null, wenn die beiden Vektoren parallel sind. Und wenn das nach Süden schwingt, dann ist die Geschwindigkeit antiparallel zu Omega, dann ist das Vektorprodukt aber auch null. Das heißt, es gibt keine Corioliskraft auf das Pendel am Äquator. Jetzt wird man sagen, ja, aber wenn es in Ost-West-Richtung schwingt, nicht, dann ist ja dieses Omega und dieses V nicht parallel oder antiparallel, sondern senkrecht. Ja, aber man kann jetzt mit der Drei-Finger-Regel der rechten Hand kann man feststellen, dann ist die Corioliskraft radial nach außen oder radial nach innen, kann also zu keiner Drehung des Pendels beitragen. Also halten wir fest, am Äquator ist die Drehung des Foucault-Pendels null. Nicht? Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, nicht? Wie groß ist die Drehung des Foucault-Pendels, wenn wir jetzt auf einer geografischen Breite phi sind? Nicht? Um wie viel dreht sich da das Foucault-Pendel in einer Stunde? Und das kann man jetzt auf verschiedene Weisen herleiten. Man kann das geometrisch herleiten, zum Beispiel. Eine geometrische Herleitung dieser Beziehung verdanke ich meinem ehemaligen Lehrerkollegen und Freund Georg Schirscher aus Schaan. Er hat das hervorragend gemacht. Das ist auch einfach und durchsichtig, setzt allerdings voraus, dass man ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat. Und wir haben das auf den Tafeln beim Foucault-Pendel in Vaduz, haben wir das aufgeschrieben und da kann man das nachlesen und anschauen. Also es lohnt sich, wenn Sie mal in Vaduz sind, das dort anzuschauen. Das kann ich wirklich versprechen. Jetzt, man kann das natürlich auch rechnen. Man kann das im Sinne der klassischen Physik, man kennt die Kraft, die Corioliskraft und kann das einfach ausrechnen, auf welcher Bahnkurve sich so ein schwingendes Pendel auf der geografischen Breite phi bewegt. Das ist aber nicht einfach, das muss ich schon sagen. Das ist nicht ganz einfach, wenn man das macht. Das würde jetzt also, sagen wir, mehr Wissen als Matura oder Abiturswissen voraussetzen. Jetzt, ich habe mich für einen Kompromiss entschieden. Ich mache schon eine rechnerische Lösung, aber mit Näherungen, mit Annahmen, die das Ergebnis nicht verfälschen. Also Sie werden gleich sehen, wie ich mir das vorstelle. Jetzt muss ich zunächst einmal alles das wieder ausradieren. Das brauchen wir ja
jetzt nicht mehr für die neue Berechnung der Drehung des Foucault-Pendels in einer geografischen Breite Phi. Und jetzt müssen wir die Zeichnung natürlich ein bisschen präziser machen, weil sonst sehen wir die Zusammenhänge nicht mehr. Also wir sind jetzt hier auf der geografischen Breite Phi. Da soll unser Pendel schwingen. Und jetzt ein Ort, der sich auf dieser geografischen Breite Phi befindet, der macht ja jeden Tag, das ist jetzt passiert, das wollte ich nicht, entschuldigen Sie bitte. Jetzt haben wir unsere Kugel wieder und jetzt rotiert ja ein Ort, der sich auf der geografischen Breite Phi befindet, macht ja jeden Tag eine Kreisbahn mit diesem Radius hier. Sagen wir der Radius R1. Nicht? Und jetzt ist es ja so, das hier ist der Erdradius und dieser Winkel Phi, der tritt hier noch einmal auf. Und dieses Dreieck hier ist rechtwinklig und jetzt kann ich diesen Radius ausrechnen. Das ist der Erdradius RE und dann ist dieser Radius, den ein Punkt an dem Ort, wo das Pendel aufgehängt ist, macht jeden Tag, dieser Radius ist, kann man aus diesem Dreieck ausrechnen, RE korrigiert mit dem Kosinus des Winkels Phi. Das ist eine Zahl zwischen 0 und 1. Nicht? Und jetzt ist es so, wenn das Pendel jetzt nach Norden ausschwingt, nicht, dann ist es etwas in einer, ich habe jetzt hier ganz stark übertrieben, dann ist es etwas in einer nördlicheren geografischen Breite. Und dort dreht sich der Boden etwas weniger schnell als in der geografischen Breite Phi. Nicht? Das müssen wir jetzt hier einmal uns überlegen, um wie viel langsamer sich der Boden dort bewegt. Nicht? Also hier sind wir jetzt in einer etwas größeren geografischen Breite und jetzt ist damit der Kreis, den ein Punkt auf dieser geografischen Breite beschreibt etwas kleiner, nämlich R2. Dieser Winkel Delta Phi, der ist in Wirklichkeit winzig, winzig, winzig klein. Ein Hunderttausendstel oder ein Millionstel Grad. Nicht ganz, ganz winzig, aber das Pendel schwingt in eine etwas größere geografische Breite. Nicht? Und jetzt ist es so, jetzt muss ich zuerst einmal natürlich auch diesen Radius hier noch hinschreiben, der ist natürlich entsprechend RE mal Cosinus Phi plus Delta Phi. Und jetzt, was sind die Geschwindigkeiten? Nicht? Die Geschwindigkeit des blauen Punkts, nicht? Das ist dort, die Gleichgewichtslage des Pendels, der Mittelpunkt der Grundplatte, die hat eine Geschwindigkeit von, nicht? Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit. Der Weg, der in einem Tag zurückgelegt wird, ist 2 Pi mal R, der Umfang eines Kreises, dividiert durch diese 24 Stunden. Und jetzt sieht man, dieses 2 Pi durch T, das ist ja nichts anderes als die Winkelgeschwindigkeit Omega E. Nicht? Vielleicht sollten wir es hier einmal an, auch noch einzeichnen, Omega E, diese 15 Grad pro Stunde, mal R1 und R1 ist RE mal Cosinus Phi. Nicht? Und V2 auf der etwas größeren geografischen Breite ist ein bisschen kleiner, nämlich Omega E, das ist gleich, mal RE mal der Cosinus eines etwas größeren Winkels, Phi plus Delta Phi. Und das ist eine etwas kleinere Zahl als Cosinus Phi. Nun, jetzt, was passiert also, wenn der rote Punkt ein bisschen langsamer umläuft? Das ist der Punkt, wir können jetzt auch sagen, das ist der Punkt unter dem Umkehrpunkt des Pendels und der blaue Punkt
Das ist der Mittelpunkt, die Gleichgewichtslage unseres Pendels. Jetzt, was ist hier los? Ich habe also hier den blauen Punkt und der hat eine Geschwindigkeit V1, die ich ausrechnen kann. Und der rote Punkt ist ein bisschen weiter in nördlicheren Gefilden und diesen Abstand hier, den kann ich natürlich berechnen mit dem Winkel Phi. Das ist ja genau dieser Abstand hier auf der Kugel. Nicht? Der ist Delta Phi mal den Erdradius, den kenne ich. Und die Geschwindigkeit dieses Punktes, dieses etwas nördlicher gelegenen Punktes, die kenne ich auch, die ist kleiner, die ist V2. Nicht? Und jetzt sehen Sie, nicht? Die ursprüngliche Schwingungsrichtung ist so und nach einiger Zeit ist die Schwingungsrichtung des Pendels so. Das hat sich also um den Winkel Phi gedreht, nicht? Und das wollen wir jetzt herausfinden, was die Winkelgeschwindigkeit, die Drehgeschwindigkeit hier ist für das Pendel. Nicht? Und das mache ich jetzt am besten hier auf der Seite. Nicht? Was ist die Drehgeschwindigkeit dieses Pendels? Nun, das ist, dieses Omega ist die Differenz dieser beiden Geschwindigkeiten, also V1 minus V2, dividiert durch diesen Abstand dieser beiden Punkte. Und das sehen wir auf der Erdkugel. Das ist nichts anderes als das RE mal Delta Phi, wenn Delta Phi im Bogenmaß ist. So, und jetzt müssen wir einfach da rechnen ein bisschen. Die Sachen, die wir gerade hier stehen haben, die müssen wir hier einsetzen. Das heißt, das V1 ist ja, wo steht es hier? Omega E mal RE mal Cosinus Phi. Und das V2 ist Omega E mal RE mal der Erdradius mal Cosinus von Phi plus Delta Phi. Nicht? Und unten steht eben das RE mal Delta Phi. Nicht? Und jetzt kann man das, oben kann man jetzt ausklammern, das Omega E, weil es in beiden Summanden vorkommt, und das RE auch. Und dann steht in der Klammer Cosinus Phi minus Cosinus Phi plus Delta Phi. Und unten steht RE mal Delta Phi. Und jetzt sehen Sie schon einmal, das RE, der Erdradius, der kürzt sich heraus. Und jetzt haben wir hier eine Situation, dass man hier den Cosinus einer Winkelsumme hat. Und das kann man auch schreiben mit den Cosinusen und den Sinusen von den Winkeln selber. Nicht? Also den Cosinus dieser Winkelsumme, das steht in jeder Formelsammlung unter dem Stichwort Additionstheoreme, steht das drin. Also das mache ich jetzt, das Cosinus Phi bleibt stehen und dieses Cosinus Phi plus Delta Phi, das kann ich schreiben als Cosinus Phi mal Cosinus Delta Phi. Und jetzt kommt eigentlich Minus, aber da ja hier ein Minus vor der Klammer steht, wird aus dem ein Plus, Sinus Phi mal Sinus Delta Phi. Nicht? Das sind diese sogenannten Additionstheoreme, die diese Umwandlung machen. Und jetzt mache ich eine Näherung, die aber sehr, sehr gut erfüllt ist. Die Näherung ist, dieses Delta Phi, das ist ja das Ausschwingen des Pendels nach Norden. Das ist ein winzig, winzig kleiner Winkel. Und der Cosinus von einem ganz kleinen Winkel, der ist praktisch 1. Also in Wirklichkeit ist der vielleicht 0,9999999 und so weiter. Nicht? Also das macht für unsere Rechnung praktisch gar nichts aus, wenn wir dieses Cosinus Delta Phi als 1 setzen. Und der Sinus eines ganz kleinen Winkels, kann man ebenfalls nähern, das ist in hervorragender Näherung der Winkel Delta Phi selber im Bogenmaß. Und mit diesen Näherungen bekommen Sie jetzt etwas relativ Einfaches. Nämlich Omega E, das bleibt stehen.
das Cosinus Phi auch. Und jetzt haben wir hier Cosinus Phi mal 1, das heißt, wir haben hier auch Cosinus Phi. Und jetzt kommt hier noch das Plus Sinus Phi mal, da schreibe ich jetzt nicht Sinus Delta Phi, sondern mache die Näherung mal Delta Phi. Das kann ich bei kleinen Winkeln, ist das eine sehr gute Näherung. Nicht bei so kleinen Winkeln sowieso. Und jetzt sehe ich, Cosinus Phi minus Cosinus Phi ist 0 und ich habe hier erhalten und jetzt sehe ich auch noch, jetzt kann ich noch, bleibt ja hier, Omega I mal Sinus Phi mal Delta Phi und jetzt kann ich auch noch das Delta Phi kürzen. Das heißt, ich erhalte Omega E mal Sinus Phi. Phi ist der Breitengrad. Nicht? Also die Drehung meines Foucault-Pendels auf der geografischen Breite Phi rechne ich so aus. Das sind die 15 Grad pro Stunde korrigiert mit dieser Zahl Sinus Phi, die zwischen 0 und 1 liegt. Nicht? Jetzt habe ich das, was ich wollte. Damit können wir jetzt die Drehung des Foucault-Pendels an verschiedenen Orten ausrechnen. Nun, am Nordpol ist die geografische Breite 90 Grad, dann ist der Sinus von 90 Grad ist 1, nicht? Das haben wir vorhin schon gesehen, da ist die Drehgeschwindigkeit des Foucault-Pendels 15 Grad pro Stunde. Am Äquator ist die geografische Breite 0, der Sinus von 0 Grad ist auch 0 und deswegen haben wir auch von dem her gesehen, am Äquator keine Drehgeschwindigkeit. Für Vaduz, das auf 47 Grad ungefähr geografische Breite liegt, ergibt sich jetzt gemäß dieser Formel eine Drehgeschwindigkeit des Foucault-Pendels von 11 Grad pro Stunde. Stockholm liegt auf 59 Grad nördlicher Breite, dann ergibt sich dort eine Drehung des Foucault-Pendels von 13 Grad pro Stunde und so weiter. Wenn ich auf die Südhalbkugel wechsle, dann dreht das Foucault-Pendel in die andere Richtung. Nicht mehr im Uhrzeigersinn, sondern im Gegenuhrzeigersinn. Und zwar zum Beispiel für Rio de Janeiro gilt, dass ungefähr auf dem südlichen Wendekreis ja liegt, eine Drehgeschwindigkeit von 5,9 Grad pro Stunde. Aber in die andere Richtung wie auf der Nordhalbkugel. So, damit wäre ich eigentlich mit der Herleitung der Drehgeschwindigkeit des Foucault-Pendels soweit fertig. Und ich möchte jetzt noch zwei mehr technische Sachen für das Foucault-Pendel noch erklären. Und zwar, nicht, man könnte jetzt ja meinen, ja gut, also so ein Pendel ist ja gar kein Problem. Ich nehme eine Schnur und hänge da eine Eisenkugel unten dran und lasse das schwingen und dann habe ich ja mein eigenes Foucault-Pendel. Das wird nicht funktionieren. Aus verschiedenen Gründen. Nicht, es ist ja so ein Pendel, wenn das schwingt, dann gibt es unweigerlich Luftwiderstand. Und dieser Luftwiderstand, der entzieht dem System natürlich permanent Energie. Und das heißt, die Amplitude nimmt immer mehr ab, bis das Pendel dann schließlich zum Stillstand kommt. Und wenn natürlich das Pendel zum Stillstand kommt, bevor der Effekt überhaupt sichtbar ist, dann nützt das als Foucault-Pendel zum Nachweis der Erdrehung natürlich gar nichts. Jetzt ist es so, wenn Sie ein längeres Pendel nehmen, dann schwingt das der Pendelkörper ja entsprechend langsamer. Wenn er langsamer schwingt, dann ist die Luftwiderstandskraft auch geringer. Und dann wird dem System pro Zeiteinheit weniger Energie entzogen. Nicht? Und deshalb ist ja auch der Foucault, hat er sein Pendel im Pantheon aufgehängt. Nicht? Die Vorversuche hat er in der Sternwarte in Paris noch gemacht, mit kürzeren Pendeln und hat gemerkt, wenn ich da noch längere Pendel nehme, dann wird das noch besser. Nicht? Der Energieverlust pro Zeiteinheit ist bei einem langen Pendel entscheidend kürzer. Aber Sie können das Pendel so lang machen, wie Sie wollen. Sie haben immer Luftwiderstand und damit Energieverluste. Das heißt also, das Pendel wird irgendwann immer zum Stillstand kommen. Die Amplitude wird nachlassen. Und aus diesem Grund haben heutzutage die modernen Pendel eigentlich alle einen Antrieb. Das funktioniert so.
Man implantiert dem Pendelkörper unten einen Stabmagneten. Und jetzt macht man unter die Grundplatte, und zwar genau im Mittelpunkt, montiert man einen Elektromagneten mit einer elektronischen Schaltung. Und die elektronische Schaltung, die macht Folgendes. Wenn das Pendel über den Mittelpunkt gerade hinweg ist, dann wird der Stromkreis eingeschaltet und der Magnet ist so gepolt, dass er den Stabmagneten im Pendelkörper abstößt und so dem Pendel einen leichten Schubs gibt, einen leichten Stoß, etwas Energie zuführt. Und wenn man das so dimensioniert, dass es genauso viel Energie zuführt, wie bis das nächste Mal kommt, wie das durch Luftreibung. Und sonstige Reibung gibt es auch noch, da müsste man genauer hinschauen, das wollen wir jetzt nicht tun. Die Luftreibung ist sicher ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn man das durch diese Energiezufuhr über einen Antrieb ausgleicht, dann nimmt die Amplitude im Prinzip nicht ab. Es schwingt immer gleich hin und her und das Pendel schwingt eigentlich dann sozusagen ewig. Also ich kann dann morgens ablesen, tagsüber schaffen und um 12 komme ich wieder und kann nachschauen, wie sich um wie viel sich in diesen 4 oder 5 Stunden, wo ich nicht da war, gedreht hat. Die Amplitude nimmt ja nicht ab. Das Pendel kommt nicht zum Stillstand. Also moderne Pendel haben erstens einen Antrieb und zweitens einen sogenannten Charon-Ring. Und um das zu erklären, muss ich dann nochmal wechseln auf das Whiteboard. Aber zunächst so viel. Ein zweites Problem ist, dass das Pendel nicht immer ewig auf einer Linie bleibt, sondern so ins Trudeln kommt, wenn man das mit den Alltagsbegriffen beschreibt. Das heißt, wir sprechen in der Physik von sogenannten elliptischen Schwingungen. Das ist unvermeidlich. Ja, woher kommen diese elliptischen Schwingungen, dass das Pendel ins Trudeln kommt und keine richtige Linie und dann auch nicht mehr, nicht, was ist dann das Problem? Dann kann ich den Drehwinkel gar nicht mehr richtig ablesen, nicht? Im Extremfall kommt es dann zu einer Kreisbewegung, dann kann ich gar nicht mehr von einer Richtung der Schwingungsebene sprechen. Nicht? Das ist natürlich lästig und sollte vermieden werden. Nicht? Woher kommen diese elliptischen Schwingungen, nicht? Die kommen zum Beispiel durch unvermeidliche Luftströmungen, denen der Pendelkörper ausgesetzt ist. Dann kommen zu dieser Geschwindigkeit, in dieser Richtung kommt dann eine Quergeschwindigkeit dazu, nicht? Zum Beispiel durch Luftströmungen oder wenn ich beim Start nicht ganz, ganz große Sorgfalt walten lasse, dann gebe ich dem Pendel vielleicht schon eine Quergeschwindigkeit mit und schon ist das passiert, nicht? Und gegen diese Querschwingungen, gegen diese lästigen Querschwingungen, da hat der französische Physiker Fernand Charon hat da ein Mittel gefunden, wie man diese bekämpft. Und das möchte ich Ihnen jetzt schnell noch zeigen mit einer auf einer Whiteboard. Ich muss da ein bisschen etwas zeichnen. Wir müssen da, wo ist das jetzt? Hier. Müssen da hier wieder etwas zeichnen. Also, wenn Sie hier das Pendel haben, das ist der Pendelkörper, und jetzt schwingt das Pendel aus, nicht? Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt bringe ich im oberen Teil des Pendels einen Ring an, einen eben nach dem Erfinder sogenannten Charon-Ring an. Und der soll Folgendes bewirken. Wenn das Pendel soll jetzt hier anschlagen, wenn es in der letzten Phase seines Ausschlags ist. Also dann schlägt es hier an und knickt dann noch ein bisschen ab, nicht? Schwingt dann noch ein bisschen weiter aus. Und jetzt was passiert durch dieses Anschlagen an diesem Charon-Ring? Wenn es eine Quergeschwindigkeit hat, nicht? Dann wird diese durch Reibung minimiert, wird die verkleinert auf jeden Fall, nicht? Dann reibt es ja auch an dem Ring. Der Ring knickt nicht nur den Draht ab, sondern der reibt und nimmt diese Quergeschwindigkeit weg, nicht? Weil jedem Mal, wenn das hier auf der anderen Seite natürlich genauso anstößt, dann wird diese lästige Quergeschwindigkeit und damit diese elliptischen Schwingungen vermieden.
dann schwingt das Pendel wirklich schön auf einer Linie hin und her und macht nicht diese elliptischen Schwingungen. Ich hoffe, dass Sie das verstanden haben. Also wenn Sie einen Scharo-Ring haben, dann schaukeln sich, dann entstehen diese lästigen Quergeschwindigkeiten, Querschwingungen, die entstehen erst gar nicht. Nun, also deswegen haben wir, also moderne Pendel haben eigentlich meistens so einen Scharo-Ring und einen Antrieb. Nicht? Damit wäre ich eigentlich am Ende meines Vortrags. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wenn Sie so ein Pendel aufhängen, dann können Sie zwei verschiedene Standpunkte einnehmen. Entweder Sie sagen, ich betrachte das Ganze von einem ruhenden Standpunkt aus, der nicht an der Kreisbewegung teilnimmt, und dann dreht sich für mich einfach die Erde, der Erdboden unter dem Pendel. Und Sie kommen zu den richtigen Ergebnissen. Sie können genauso gut sagen, ich nehme selber mit teil an der Kreisbewegung, dann haben Sie einfach eine Corioliskraft. Und dann können Sie diese Berechnungen auch durchführen mit der Corioliskraft und Sie kommen zu den gleichen Ergebnissen. Es ist also eine Frage der Betrachtungsweise. Beide Betrachtungsweisen führen zum richtigen, vor allem zum gleichen Ergebnis. Damit wäre ich am Ende. Ich danke für die große Geduld, die Sie aufgebracht haben, wenn Sie mir jetzt also bis zum Schluss gefolgt sind, nicht vorausgesetzt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.